In der heutigen Folge bei Fishing Team Highlight. Neben mir nicht der Dominik, sondern mein Vater. Wir sind zusammen in Holland eine Woche Angelurlaub. Und heute, wir haben gestern schon ein bisschen trainiert, haben wir uns überlegt, machen wir mal so ein kleines Battle. Das Yes! Petri! Das kann nicht wahr sein. Jawohl. Ab, ab. Ja. 47 Jahre Erfahrung. Das ist das, was ich nur sagen wollte. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem YouTube-Kanal. Neben mir nicht der Dominik, sondern mein Vater. Wir sind zusammen in Holland eine Woche Angelurlaub. Ich glaube, das erste Mal auch für dich in Holland. Das erste Mal, ja. War es noch gar nicht. Ich war ja schon zweimal da, einmal mit Luis, einmal mit Veit und Dome. Allerdings Tagestouren und jetzt haben wir mal ein paar mehr Tage Zeit. Und heute, wir haben gestern schon ein bisschen trainiert, haben wir uns überlegt, machen wir mal so ein kleines Battle. Das machen wir zu Hause schon eigentlich immer, wenn wir losgehen. Eigentlich immer. Wo du auch oft gewinnst. Ja, hier fehlt mir die Erfahrung. Mir auch. Beim Trainingstag gestern hat es schon gut funktioniert. Da werde ich nachher nochmal an den gegebenen Stellen so ein bisschen die Zehen einblenden. Ja, was haben wir uns überlegt? Was wollen wir machen? Wir wollen so ein bisschen nach YPC-Regeln angeln. Das heißt, der Hecht zählt einfach, der Zander zählt 1,3 und der Barsch, den wir gestern im Training überhaupt nicht gekriegt haben, zählt zweifach. Und was haben wir uns noch überlegt? Falls wir einen Rapfen kriegen oder eine andere Fischart, was hatten wir gesagt? 25 Punkte. 25 Punkte. Was haben wir zu den Mindestmaßen gesagt? Mindestmaße müssen wir einhalten. Mindestmaße. Falls wir einen kleineren fangen, wollten wir die mit 10 Punkten bewerten. Mit 10 Punkten. 10 Punkte. Sehr gut. Ja, wir sind ganz früh aufgestanden. Das erste Licht kommt so langsam. Das war gestern die beste Zeit. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier im ersten Licht den Zander nochmal erwischen können. Ja, und vielleicht auch den einen oder anderen Hecht. Barsch ist, glaube ich, Glückssache. Wir haben sie gestern nicht gefunden. Schauen wir einfach mal. Wir fangen jetzt an. Es ist jetzt, wie spät ist das? Schnell nochmal geguckt. 7.40 Uhr. Ich würde sagen, ab jetzt gilt's bis 11 Uhr. Und dann machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Dann machen wir eine kleine Pause. Und 11:30 Uhr. 11:30 Uhr. Machen wir ein kleines Päuschen. Und dann heute Nachmittag nochmal und dann überlegen wir nochmal bis 19 Uhr. Wir werden uns schon einig. Alles klar. Petri Heil, auf geht's. Nicht dein Ernst. Aber ohne Power. Ich werde wahnsinnig. Gerade die Kamera aufgebaut, da drillt er schon. Das ist doch nicht wahr. Gerade Kopflampe abgesetzt. Ich sage, ich habe noch nicht einen Wurf gemacht, da drillt er schon. Ich fasse es nicht. Scheiße, der zählt auch noch. Petri. So, was hat er? 54. 55. Also das heißt, YPC-Regel 55. Nee, der ist 3 rüber, nicht die 4. Alter, du hast die Brille nicht auf, ne? Das stimmt allerdings. Oder? Warte, hab ich die Brille nicht auf? Nee, passt. Nee, passt. 54. Wunderbar. Ja, Mensch, für den ersten Zander. Das hat gestern nicht so gut funktioniert, ne? Das stimmt allerdings. Ja, Petri, Abfahrt. Geht gut, Abfahrt. Jetzt fange ich an. Was wir eben noch nicht gesagt haben, natürlich versuchen wir auch die 6 Fische voll zu machen. 3 davon Zander, Barsch und Hecht und 3 beliebige. Aber im Training gestern hatten wir, wie viel Zander hatten wir gestern? Ungefähr mit Wobbeln? 6 glaube ich waren es, genau. Erstmal gucken, ob wir überhaupt so viele Fische fangen. Heute hat das ja schon gut geklappt beim ersten Wurf. Ein Zander hatten wir gestern nicht. Gestern kam allerdings auch noch ein sehr, sehr schöner Hecht im Training und den zeige ich euch jetzt nochmal.
sind schon mittendrin zum Teil. Warum ist nicht tief? Fisch! Fisch! Ich glaube, das ist ein Barsch. Oder ein Hecht. Aber kein Zander. Ein großer, ne? Ja. Mach Kamera an. Hecht. Ja. Warte. Ganz ruhig bleiben. Jojo. So groß ist er nicht. Nee? Nee. Aber ein Kämpfer wie du denn? Boah, ein großer, merkst du anders. Ist der weggeschafft? Nö. Nee. Oh, der Kämpfer steht aber noch gut. Und so klein ist der nicht. Der ist größer wie meiner. Noch einmal nicht. Aber das ist aber gut. Das ist heute nur des Herfahrens wegen. Alter. Da war ganz schön Dampf. 90. Das haben wir noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Einmal kurz. Da steht aber wieder eins da. Ah, das sind die, die Spaß machen. Hauptsache, ich verliere es nicht. Nicht zu viel drauf. Nee, nee. Oh, das ist gut da. Ja, noch nicht größer. Oh, doch, da ist doch größer. Jawohl! Oh, der ist dicke 90. Oh. Alter, Klamotte. Geil. Hechte gibt's hier. Hast du? Hast hab ich. Für Training, das war, da hättest du schon mal einen Punkt machen können, da wärst du aber abgegangen. Ja, für den ersten Trainingstag, 96er Hecht, den hätte ich gerne im Wettkampf gehabt. Aber die Fische beißen, das macht schon mal Mut. Super, super klasse. Wir sind in Holland, der darf schnell zurück. Toller Fisch, mein größter dieses Jahr. Genau, das werde ich jetzt nämlich auch versuchen. Ich werde jetzt umsteigen, ich werde jetzt meinen Troubleshed montieren und ja, ein paar Wurf auf Hecht machen. Vielleicht steht hier ja noch irgendwo so eine Granate. Vielleicht auch die falsche Taktik, weil die Zander beißen nur in der Dämmerung. Ich weiß es nicht. Aber ich habe eben, ja, meiner Meinung nach genug Wurf gemacht, keinen Kontakt gehabt. Jetzt muss man mal ein bisschen variieren und danach werde ich, glaube ich, auch wieder jiggen. Mal schauen. Ich sage nur 47 Jahre Erfahrung. Das ist das, was ich nur sagen wollte. Das hoffentlich zahlt sich aus heute. Ich mache weiterhin und angel weiterhin auf Zander. Ich hoffe, dass ich noch einen vorlegen kann und dann gehe ich auf Hecht. Kannst nehmen, siehst du das? Fisch! Jawohl! Ab! Ab! Ja! So, erster Platzwechsel. Wir haben stark angefangen, besser gesagt, Papa, ich habe überhaupt nicht stark angefangen. Erster Wurf, erster Fisch. Ein Biss habe ich noch gehabt, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera war. Du bist zufrieden, ne? Also ich bin erstmal zufrieden. Das war mein erster vernünftiger Zander, den ich überhaupt hier in Holland gefangen habe. Das stimmt. So, von daher, man muss nur wissen, wann man den fängt. Das ist entscheidend. Ja, im Training lief es bei mir gestern deutlich besser, habt ihr gesehen. Ich habe auch einen Zander gehabt, den zeige ich euch gleich nochmal. Aber heute wollten sie irgendwie nicht. Gestern hatten wir wie viele Bisse hier? 7, 8. Auch nur zwei verwerten können. Und zwei haben wir noch verloren im Drill. Ja. Aber deutlich mehr Aktivität. Heute, wie gesagt, ein Biss, zwei Bisse, ein Fisch. Naja, warten wir mal ab. Wir machen jetzt einen Platzwechsel zu einer recht bekannten Stelle. Vielleicht die einen oder anderen werden es erkennen. Und mal gucken, ob da noch was geht. Bis gleich.
So, angekommen am nächsten Spot. Man kann es im Hintergrund erkennen. Die einen oder anderen werden die Stelle kennen. Nicht nur aus unserem Video mit Veit, sondern auch aus anderen bekannten YouTube-Videos. Und ja, ich erhoffe mir, hier den Hecht abzuhaken, der heute Morgen nicht funktioniert hat. Mal schauen, ob das gelingt. Hier wurden schon einige Hechte gefangen. Und mit ganz viel Glück auch mal ein Barsch. Aber das sehe ich eher als Glücksfang, wenn dem so sein sollte. Wir gucken mal, was macht der alte Mann. Der alte Mann geht gleich auf Barsch. Gleich auf Barsch. Und bei mir ist das nicht Glück, bei mir ist das auch Können. Aha. Na, das muss er erst mal zeigen. Gut, wir machen die ersten Würfe und hoffen, dass noch ein paar Fische rauskommen. Es gestaltet sich, wie gesagt, etwas schwieriger als gestern. Ich bin gespannt. Nach einer etwas längeren Mittagspause sind wir jetzt zurück auf der, nicht auf der ersten Buhne, aber in der ersten Gegend, würde ich mal sagen. Ja, nichts außer den ersten Zander beim ersten Wurf. Einen Biss hatte ich heute Morgen, das war's. Heute Mittag gar nichts, auch an der letzten Buhne nicht. Da sind wir dann auch irgendwann ja, einfach abgehauen, weil einfach gar nichts ging. Jetzt haben wir noch späten Nachmittag, ich sag mal 16 Uhr. Fängt jetzt langsam an zu dämmern. Wir haben Oktober und für Oktober ist es einfach unheimlich warm. Wir haben 22 Grad, das Wasser ist auch noch recht warm. Und wir hoffen einfach, dass jetzt in der Abend- oder Spätnachmittagszeit hier vielleicht noch was geht. Erstmal werde ich es auf Hecht probieren und dann in der Dämmerung werde ich noch ein paar Wurf auf Zander machen und ja, alles abjiggen. Jetzt haben wir aber gerade festgestellt, was haben wir festgestellt? Wir haben Ebbe. Dass der Wasserstand extrem ist. Ob das gut oder schlecht ist, ich weiß es nicht. Aber ich sag mal, die Profis unter euch, die werden es ja wahrscheinlich wissen. Die werden es wissen. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir auflaufend haben oder ablaufen. Das können wir auch nicht so richtig erkennen. Ja, das ist das größte Problem in Holland. Natürlich haben wir uns viele, viele Spots geben lassen. Aber natürlich kennt man sich hier auch nicht mit den Gezeiten aus. Wir probieren es einfach und hoffen einfach, dass wir noch einen Fisch ans Band kriegen. Gestern im Training hat das gut funktioniert. Und heute geben wir nicht auf. Ne? Den Sieg hast du mit einem Fisch natürlich auch. Noch, wenn du keinen mehr fängst. Wenn ich keinen mehr fange natürlich. Ja. Aber ich sag mal, noch haben wir ein paar Stunden Zeit. Schauen wir mal. Wir geben alles. Wir geben alles. Auf geht's. Nee, das täuscht, der war nicht daneben. Na, 2-0 oder was? Das ist aber kein Zander. Ist kein Zander? Komm, hey. Doch ein Zander. Doch ein Zander? Soll ich in der Kirsch an? Ja, musste, weil hier ist ja Stein, der fällt noch. Jawohl! Oh, ich glaube, der zählt nicht. Punktemäßig, oder? Was sagst du? Ja, könnte knapp werden, aber ich denke, wenn er 40 hat, zählt er. Wir haben geguckt. Ich glaube, wir sind der Meinung, 40 war Maß. Da müssen wir nochmal genau nachgucken. Aber sonst machen wir einfach 40er Maß. Wir machen 40er Maß. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Vorne liegt er an. Jawohl. Oh, der übersteigt tatsächlich die 40. Ich würde sagen, der ist 40, weil das ist, ich würde glatt sagen 40. Ja, haben wir vorhin aber auch nicht gemacht. Wir sagen, übersteigt die 40, dann hat er 41. Das reicht, damit zählt er und das ist bitter. Ja, wenn wir schnell zurück mit dem Kleinen, ne? Ja, ich. Ja, ich habe gerade mal zusammengerechnet. 54er und 41er macht mal 1,3 zusammen 123,5 Punkte. Also entweder es kommt jetzt ein neuer PB-Hecht, von 1,19 war mein PB und den müsste ich jetzt mal kurz auf 1,24 erhöhen, dann liege ich in Führung. Oder ich muss jetzt unbedingt auch mal einen Zander fangen. Was sagst du? Ich würde sagen, fangen wir erstmal mit dem Zander an, weil das ist jetzt die beste Zeit. Das sollte eigentlich klappen. Und den Hecht haken wir morgen ab, falls wir das morgen nochmal weitermachen werden. Mal schauen. Gut, so, ja. Weiter ich geht's. Ich bin sprachlos. Also gestern lief das genau andersrum. Aber man muss ja wann stark sein? Im Wettbewerb. Man muss im Wettbewerb. Im Training darf man nicht alles zeigen. Ja, ja. So, und dann muss man einfach zuschlagen, wenn man es braucht. Ja, ja, immer, so. Immer wenn es ernst wird. Lass mich durch, ich bin. Ja, du bist, stehst Team. Kurz vorm Biss, ne? Mhm.
Bock ganz gut. Guter Zeit. Ja, wenn du den rauskriegst, ist es K.O. Yes! Petri! Das kann nicht wahr sein. Ich mach dir mich nass heute. Tja, ohne Worte, wa? Ich muss erstmal Luft holen. Wahnsinn. Also ich glaube, der hat 65. So, vorne liegt er an. Scale ist noch nass. Was für ein geiler Fisch. Was hat er? 69 drüber, kann man erkennen. Kann man 70, würde ich sagen, genau. Toller, toller Fisch. Ich freue mich. Dein wirklich größter, ne? Auf Ja, auf Kunstköder, ja. Das ist mein größter Zahn auf Kunstköder. Wahnsinn. Schöner Fisch. 72. Dafür fahre ich nach Holland. Die hat Flo mir auch versprochen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, mit dem Hecht würde ich sagen, ein gelungener Urlaub bis jetzt. Der Barsch fehlt noch, aber ich glaube, das wird schwer. Prima, dann lassen wir wieder schwimmen. Petri. So. Und tschüss. Ja, ich durfte dann meinen Mitleidszander auffangen. Aber wenn ich den so ansehe, ich glaube, der wird nicht in eine Wertung gehen. So, Scale ist nass. Gucken wir mal schnell nach. Vorne liegt er an. Ich würde sagen 41. Der geht in eine Wertung. Die ersten Punkte. Ja, 41 cm Anschluss würde ich sagen. Aber ich sag mal, wenn wir heute nur das Turnier fischen, da haben wir uns noch nicht ganz geeinigt. Machen wir morgen auch noch? Wir machen morgen auch noch, weil wir müssen den Hecht noch abhaken vernünftig. Barsch geben wir auf, da nur durch Zufall würde ich sagen, wenn wir hier einen draufkriegen am Tag. Ja, und würde sagen, wir gehen hier morgen früh noch mal her und dann morgen im Laufe des Tages irgendwie mal versuchen, auf Hecht zu angeln. Das klingt nach einem Plan. Hier werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen und ja, mal schauen. Vielleicht kommt ja noch mal der ein oder andere Zander jetzt in der Dämmerung. Tolle Kulisse hier auf jeden Fall. Wir beenden den ersten Wettkampftag mit einem Ergebnis von, was habe ich gesagt, 214,5 gerechnet, 54 plus 41 plus 70er Zander mal 1,3 sind 214 und mein 41er Zander mal 1,3 mit 53,3 Punkten. Blende das gleich nochmal ein. Ja, herzlichen Glückwunsch, klarer Tagessieg. Ich gebe mich geschlagen, hast du sehr gut geangelt und das wird die Erfahrung gewesen sein, oder? Kann nur die Erfahrung gewesen sein, weil du hast ja alles Gleiche gemacht, wie ich gemacht habe. Also von daher. Das bessere Feeling hast du. Du hast zwar nie gejiggt im Leben, aber ich habe mir echt Mühe gegeben. Du hast im Blut gehabt. Nee, das habe ich immer im Blut. Du hast ja nicht so ganz viel davon gelernt, glaube ich. Nicht viel abgekriegt. Ja, ja. Nichtsdestotrotz, Tagessieg ganz klar, aber wir haben gesagt, morgen zählt noch mit rein und dann geht es noch Gesamt. Genau, dann machen wir Gesamtsieg. Gesamt und natürlich den zweiten Tagessieg auch. Morgen gleicher Start wie heute. Wir werden nochmal an der Buhne auf Zander jiggen. Hoffen, dass vielleicht wie im Training auch nochmal ein Hecht dort steht. Das weiß man hier ja nie. Eigentlich auch Buhnen, wo immer mal ein Hecht zu erwarten ist. Und dann wollen wir nochmal danach versuchen wir nochmal Polder. Und mal gucken, ob da was geht. Und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir weiter. So der Plan. Also bleibt dran und bis morgen früh. Falls euch das eben zu schnell ging, habe ich das Ganze hier nochmal in einer Grafik visuell versucht darzustellen. Schön zu sehen, mein Vater mit drei Zandern, ein wunderschöner von 70 cm und seinen Gesamtpunkten von 214,5 Punkten. Ich mit meinem kleinen Anschlusszander von 41 cm, der allerdings für den ersten Tag auch nicht mehr viel ausrichten konnte. Ja, blieb natürlich auch nur als Anschluss dabei und der Tagessieg ging heute ganz klar an den Altmeister. Völlig verdient und ich habe Riesenglück, denn es gibt ja noch den zweiten Tag und der sollte um einiges spannender werden. Tag 2, wir sind wieder da, erste Buhne vom ersten Tag und ja, ob der erste Wurf auch heute wieder zum Erfolg führt, das werden wir gleich erleben. Wir haben das Gefühl, das Wasser ist ein bisschen höher. Kann das sein? Das Wasser ist mit Sicherheit höher. Heute macht Florian den ersten Wurf, nicht, dass er nachher noch sagt, den hätte ich auch gefangen. Also soll er den ersten Wurf machen. Das ist natürlich Fair Play und ich bin gespannt, ob da heute was bei rumkommt. Weil letztes Mal, beim ersten Tag, war das Wasser auch höher, sind wir der Meinung. Und da kam, also beim Trainingstag, und da kam auch der Hecht.
und viele, viele Bisse. Von daher hoffen wir mal, dass das heute so weitergeht und für euch natürlich viele Fische rauskommen. Von daher lasst uns nicht lang schnacken. Feuer frei. Feuer frei. Fisch. Ach du Scheiße. Leck mich doch am Arsch. Ja, schöner Zander, leider quer gehackt, zählt nicht. So, wollen wir mal gucken, was der Gute auf das Scale gebracht hätte und vor allem an Punkten, die ich jetzt nicht habe. So, komm mal näher ran, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich würde sagen, 63. Was geht denn jetzt da? So, Moment, vorne ist er an. 62 drüber, 63 hat er. Einverstanden? Einverstanden. Einverstanden. Ach Mensch, schöner Fisch. Zeigen wir euch noch kurz, dann kann er wieder gehen. Ja, hier ist der Gute. Leider quer gehakt. 63, hätte schön Punkte gebracht heute. Aber ich habe den Biss erst gemerkt, den hat er nicht erwischt. Also der Haken hat nicht gesessen. Ja, und dann hat er sich in der Seite festgesetzt. Passiert leider. Schade. Naja, wo einer ist, sind noch mehr. Weiter geht's. Ach, wie ist das ärgerlich. Das wären umgerechnet 63 mal 1,3. Ich rechne das mal eben aus. 81 kann man nicht erkennen. 81,9 Punkte, die ich dringend gebraucht hätte. Egal, die ersten Bisse kamen, sobald das erste Licht auch da war. Im Stockdunklen, gestern kam im Dunklen, also abends noch ein paar Bisse, kam gar nichts. Und ja, ich will auch nicht viel reden, denn ich habe so das Gefühl, dass wir gleich den nächsten Fisch sehen. Hoffentlich. Drückt die Daumen. Und genau damit sollte ich wenig später auch recht behalten. Ich habe dann auf die Prallhangseite der Buhne gewechselt und ja, nach wenigen Wurf bekam ich meinen Biss. Leider hatte die Kamera ein paar technische Schwierigkeiten, somit ist der Drill nicht zu sehen. Aber natürlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Fisch. Der zählt. 42, 41 drüber. Ne, eindeutig. Perfekt. Anschluss. Das ist der Anschluss. Danke dir, Kleiner. Darfst zurück. So, mein Zanderangeln habe ich beendet. Habe einen guten Biss gehabt, einen Fisch leider verloren und jetzt steige ich um auf Hecht. Ja, Gott sei Dank muss man sagen, hast du den verloren. Sonst hätte ich heute gar keine Schnitte mehr gehabt. Leider hat der Zander nicht gezählt heute. Ich glaube, sonst wäre es nochmal spannend geworden. Meinst du, es geht was auf Hecht? Also das Wasser steigt immer weiter, ne? Ich probiere es mal aus. Schauen wir mal. Ja, ich probiere auch weiter. Ich glaube, ich werde auch auf Hecht umsteigen. Die Sonne, man kann es im Hintergrund sehen, geht so langsam auf, obwohl es heute relativ bedeckt ist im Gegensatz zu den anderen Tagen. Wir wollen dann auch bald einen Platzwechsel vornehmen. Wir waren jetzt 3 Tage hier am Fluss und wollen eigentlich unbedingt nochmal eine Pollerregion anfahren und gucken, ob das funktioniert. Einen haben wir schon, einen Hecht hast du schon gefangen, haben wir nicht auf Kamera und hoffen einfach, falls der Hecht jetzt hier gleich nicht kommt, dass wir da noch einen schönen erwischen. Und wenn wir dann noch Lust und Zeit haben, gucken wir nochmal, ob wir nochmal eine Barschregion anfahren und falls nicht, dann ist das so. Dann ist das so. Jetzt greifen wir erstmal auf Hecht an.
Na, Tatwunde? Einmal geschlagen, schon blutet wie Schwein. Na gut, dann mache ich das kurz. Gucken wir mal kurz, was er hat, dass er schnell zurück kann. Er zählt auf alle Fälle den Nebenarm. So, vorne liegt er an. Was hat er? Ganz noch frisch nach vorne, kein kleiner Tick. So. Ist er? Ja. Passt. So, 58 drüber, 59 drüber, 60. Alles klar. Schöner Fisch. Dann werden wir erstmal ein Pflaster holen müssen. Das gehört beim Hechtangeln wohl dazu. Was hast du? Scheiße. Scheiße. Aber nützt ja nichts. Pflaster drum, weiter geht's. Alles klar. Tschüss, kleiner Mann. Er ist noch topfit. Und ist auch schon weg. Mit diesem schönen 60er Hecht sicherte sich mein Vater nicht nur die Tagesführung am zweiten Tag, sondern baut auch komfortabel seinen Vorsprung in der Gesamtwertung für beide Tage aus. Der Hecht, die zweite Fischart in der Wertung, ganz, ganz wichtig natürlich. Und ja, ich habe mir die Frage gestellt, geht da noch was? Ein bisschen Zeit war ja noch und aufgeben war keine Option. So, wir haben nochmal drei verschiedene Spots, sind wir nochmal angefahren. Wir waren einmal in einem Kanalabschnitt, hat uns überhaupt nicht gefallen, haben wir eigentlich gehofft, nochmal einen Barsch zu fangen. Da ging leider nichts. Jetzt sind wir am Polder und hoffen hier nochmal einen schönen Hecht zu erwischen. Der Polder sieht gar nicht so schlecht aus. Relativ tief, guten halben bis Meter tief. Könnte doch mal was gehen. Bislang allerdings wenig. Ja, sollte das auch nicht funktionieren, werden wir nochmal einen Platzwechsel vornehmen und nochmal eine Stelle auf Barsch oder für Barsch anlaufen, anfahren. Ist allerdings wieder ein paar Kilometer entfernt und da sieht man mal wieder das Problem, wenn man sich nicht auskennt. Dann probiert man rum über Google Maps, sucht Stellen und zahlt auch viel Lehrgeld in Form von verlorener Zeit. Aber auch jetzt ist Mittagszeit, vielleicht beißen die Fische auch nicht so, wie wir wollen. Mal schauen, vielleicht geht noch was und wenn nicht, war es trotzdem ein erfolgreicher Urlaub bis hierhin. Wir haben schöne Hechte, schöne Zander gefangen und so soll es auch sein. Scale ist nass, die haben wir eben schon im Kescher gehabt. Ja, 35 drüber, würde ich sagen, 36. Für mich ein super, super toller Barsch. Ü40 würde ich ja gerne mal knacken. Hoch, bleib locker, du kommst gleich zurück. Ja, natürlich, Green Tomato, was auch sonst. Ich kriege ihn jetzt nicht raus, muss ich glaube ich die Zange holen. So, gelöst habe ich ihn. 36, ja, das sind 72 Punkte, kann ich sogar im Kopf rechnen. Wahnsinn, geil, ich freue mich. Endlich hat es mit dem Barsch geklappt, der kommt schnell zurück. So, ich glaube zwei Wurf später, der nächste Kamerad. Diesmal nicht Green Tomato, den hat mir der erste zerstört, aber wir haben die Barsche gefunden und ich glaube, der könnte sogar noch einen Tick größer sein. Ah, weiß ich nicht, vielleicht auch gleiches Kaliber. Wir legen mal auf das Scale. Die ist noch nass vom ersten Fisch. Geht über die 36 drüber. 37. Wunderbar. Wunderbar. Danach kommt der 40er. Danach kommt der 40er. Sie steigern sich. Geil. Wahnsinn. Neuer Spot. Zwei schöne Barsche nach wenigen Würfen haben mir natürlich eindeutig die Tagesführung eingebracht. Aber auch in der Gesamtwertung war ich jetzt bis auf wenige Punkte ran und ein weiterer Barsch oder ein weiterer maßiger Fisch würde einen Führungswechsel in der Gesamtwertung bedeuten. Das hat natürlich auch mein Vater gesehen und die Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen. V12, komm dran. Kamera. Auch Deutsch war. 100%. Pass auf.
Das ist jetzt die 40er Granate. Nee, der sieht groß. Das ist kleiner. Wichtiges Teil. Geil. Habe ich recht? Ja. 32. Ja. Wunderbar. So soll's sein. Weiter geht's. Mit diesem schönen Barsch gelang es meinem Vater auch die dritte Fischart auf dem Board abzuhaken. Meine Hoffnungen wurden natürlich immer geringer, die Zeit lief mir allmählich davon. Doch es heißt ja so schön, abgerechnet wird am Schluss. Jetzt war das ein Zander und vom Drill her auch. Kleiner Zander. Ja. Weiß ich noch nicht. Den kleinen Zander schon gesehen. Yes, 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 yes. Jawohl. Ja, reicht für dich. Yes. Ja, gibt hier nicht nur Barsche, schöner Zander. Ich kann es noch nicht einschätzen. Maß hat er auf alle Fälle. Ganz, ganz wichtig, aber mir fehlt nach wie vor der Hecht zur Full Card und ich glaube, von daher würde das nichts. Ja, 50 drüber, 51. Schöner Fisch, keine Frage, aber wie gesagt, der Hecht, der wird mir nachher am Ende fehlen. Den ich im Training hatte, in einer geilen Größe, ja, habe ich halt im Turnier nicht. Aber so ist das. Schnell zurück mit dem Kleinen. 3 Tage, Vater, Sohn, Hollandurlaub neigen sich dem Ende. Tolle Tage waren es. Erster Tag, Trainingstag mit einem ja wirklich klasse Hecht, mein drittgrößter im Leben tatsächlich. Und ja, Papa mit seinem ersten Zander, sogar im Turnier, am ersten Turniertag. Und ein guter. Und ein guter, ein 70er. Also fängt man hier auch nicht alle Tage auf jeden Fall. Zumindest bei uns im Alleinetal nicht. Das nicht, aber wenn man einen Zander fängt, ist er meistens besser, das muss man schon sagen. Ja, wir haben mal überschlagen. Tag 1, Gesamt, oder besser gesagt Tagessieg, ganz klar an Papa mit 214,5 zu, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit 42. Nee, mal 1,3 muss das ja rechnen. Achso, stimmt. Irgendwas mit 60 oder 70, ist auch egal, klarer Tagessieg. Heute habe ich den Tagessieg nicht ausgerechnet, den habe auf jeden Fall ich, würde ich sagen. Da hat dir der Zander gefehlt und ich habe einfach mehr Fische gefangen. Und Gesamt, wenn wir richtig überschlagen haben, waren es irgendwie 342,8 zu 340,8, also irgendwie um die 2 Punkte müssen gefehlt haben. Das wird natürlich im Schnitt alles nochmal kontrolliert. Alles im allen, Gesamtsieg an den Altmeister. Die Erfahrung hat sich ausgezahlt. Ist so. Gut geangelt, herzlichen Glückwunsch. Danke. Petri, ich glaube, das werden wir so schnell nicht vergessen. Waren schöne Tage und zum Schluss, wir haben nicht mehr dran geglaubt, haben wir den Barsch auch noch gefangen. Alle 3 Raubfischarten, wir haben das Triple nicht geschafft, muss man dazu sagen. Nein, ich hatte heute die Chance, aber ja, habe leider versagt. Ich am Trainingstag auch, aber ja, ich habe auch versagt. So ist das, aber irgendwann wird auch das noch glücken. Ja, und wenn ihr wollt, dass wir so ein Duell vielleicht auch mal im Alleinetal abdrehen, dann allerdings mit Kameramann, weil dieses Eintönige vom Stativ und immer vom Wechseln hindert einem einfach am Angeln. So, jetzt habe ich's. Und ja, ich denke, da hätten wir noch mehr Fische gefangen. So ist das. Ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und falls wir uns nicht verrechnet haben und da nochmal eine Ergänzung zu liefern müssen. Ach so, eins müssen wir noch sagen. Wir haben eingangs gesagt, jeder Zusatzfisch oder untermaßige Fisch zählt weitere 10 oder 25 Punkte, hatten wir gesagt. Da haben wir uns gemeinsam für entschieden, das werden wir nicht machen, weil wir einfach die Idee nicht gut finden, gezielt auf untermaßige zu fischen, um irgendwie hier einen Wettkampf zu gewinnen, wenn das überhaupt möglich ist. Darum haben wir gesagt, das machen wir nicht. Genau. Von daher, die Regel fällt raus und dementsprechend haben wir auch die Punkte dafür nicht gezählt. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst ein Abo da und ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Auch wenn es am Sieger letztendlich nichts mehr ändert, haben wir uns doch ein wenig in den Punkten vertan. Der Gesamtendpunktestand lautet also 338,5 Punkte für den Altmeister und 320,2 Punkte für mich. Uns ist es beiden nicht gelungen, eine Fullcard zu erreichen und das Triple ist uns ebenfalls nicht gelungen. Jetzt verabschieden wir uns aber wirklich und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.